Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder. Mike spielt irgendwas. Hier mit mal einem kleinen Info-Video. Vielleicht hat auch nicht immer jeder Zeit, sich mal alles genau anzugucken, durchzulesen. Mal abgesehen davon, dass es immer noch den Steam Winter Sale gibt, wo es auch sehr schöne Spiele gibt zum wirklich guten Preis. Teilweise kriegt man auch mal das ältere Spiel natürlich, aber Spiele für 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro. Das ist für jedes Budget eigentlich was dabei und auch wirklich ein paar super geile Spiele wird richtig reduziert. Auch Baldur's Gate zum ersten Mal für 10 Euro. Das Spiel ist so zu billig, da würde ich sogar 70 für ausgeben, freilich, muss man echt sagen. Aber es gibt die Steam Awards. Die wurden jetzt endlich abgestimmt. Da durfte jeder User selber abstimmen und vorschlagen, was er so geil fand. Da steckt jetzt also keine seltsame Jury dahinter, wo man nicht so genau weiß, was wollen die eigentlich, oder irgendwelche Spielejournalisten, Anführungszeichen, die irgendwas abgestimmt haben. Nee, die waren die User selber. Das gibt teilweise deshalb auch ein bisschen überraschende Ergebnisse hier. Aber wir wollen uns das mal angucken, weil das finde ich immer schön, dass Spiele, natürlich freut sich jeder, wenn ein Spiel, das man selber geil findet, auch einen Preis kriegt. Da fühlt man sich auch ein bisschen bestätigt in dem, was man mag. Aber teilweise ist es auch ein bisschen lustig hier. Schauen wir uns mal einen Gewinner an. War fast schon klar, würde ich mal sagen, für Preis für das Spiel des Jahres. Baldur's Gate. Das immersivste Gameplay, eine packendste Geschichte. Ja, das war alles hier beim Baldur's Gate drin. Baldur's Gate 3 natürlich. Ja, was soll man dazu sagen? Finalisten waren noch Hogwarts, Lethal Company, Resident Evil. Hat man vorgeschlagen. Das finde ich ein Witz. FC24, diese EA-Abzockspiele. Als Spiel des Jahres, sorry, da können nur Leute also machen, die irgendwie so Lootbox-süchtig sind, aber okay, haben Leute eben vorgeschlagen. Dabei gab es so viele geile Spiele dieses Jahres. Sowas vorzuschlagen, finde ich schon ein bisschen peinlich eigentlich. Kann man auch so Day Before vorschlagen, ganz sorry, aber gut. Es kommt von den Spielern, so. Und die durften hier abstimmen und dann letztendlich Baldur's Gate verdient gewonnen, würde ich jetzt mal sagen. Aber man muss auch sagen, 2023, also wir haben ja jetzt schon 24, muss ich mich dran gewöhnen, gab es wirklich so viele Spiele, so viele gute Spiele, so viel Scheiße allerdings auch, muss man auch sagen, so viel grottige Spiele, kaputte Veröffentlichungen, Studios, die dran auch kaputt gegangen sind, muss man auch sagen, da hat sich einiges in der Spielindustrie zum Guten, aber auch zum Schlechten verändert. Mal sehen, wie es da weitergeht, aber hat zumindest auch dazu gebracht, dass es auch einige wirklich gute Perlen gibt. Auch Hogwarts Legacy, finde ich, letztendlich hat es auch seine Schwächen. Die Story ist teilweise okay, ein bisschen lahm, die Hauptfigur ist dümmlich, aber das alles andere ist geil gemacht, finde ich. Ja, aber Baldur's Gate, für mich verdienter Sieger, würde ich mal sagen. Preis für das beste VR-Spiel, also Virtual Reality ist Labyrinth, kenne ich jetzt gar nicht, aber ich kann auch VR nicht spielen oder so. Ich habe da keine Ausrüstung. Ja, wenn es das gewonnen hat, denke ich mal, wird es wahrscheinlich berechtigt sein. Gratulation. Preis für das Werk der Liebe, Red Dead Redemption 2. Ja, ich denke, das hat es auch verdient. Ist auch schon eine Weile auf dem Markt, klar, ist aber auch ein geiles Spiel, super Optik, super gemacht. Wird auch immer noch gepflegt, sehr gerne weiter gespielt. Hier waren dann noch andere Spiele, Apex, Deep Rock Galactic, okay. Ja, warum man Apex da reinmacht, ja gut. Wird zwar auch immer wieder geupdatet, aber diese Free-to-Play-Spiele, die letztendlich viel Geld kosten, weiß ich nicht. Rust, okay, ist aber ziemlich miese Community, muss man so sagen. Dota 2, okay, ist auch so ein Dauerbrenner, ja, das sind diese Free-to-Play-Dauerbrenner, die jahrelang immer Preise kriegen, weil halt viele Leute süchtig danach sind. Aber sind teilweise eben auch nicht wirklich immer gute Spiele. Aber Red Dead Redemption, okay, finde ich auch super. Habe ich auch mal angefangen auf der Xbox, aber bin ja nie weitergekommen, großartig. Nach so 10, 12 Stunden hatte ich keine Zeit mehr für. Das ist auch ein Spiel, wo man das mal ein bisschen erleben muss, wo man sich auch reinarbeiten kann und ein schönes Erlebnis hat. Ist auch wirklich super Optik. Preis für das beste Spiel auf dem Steam Deck. Finde ich ein bisschen erstaunlich. Hogwarts Legacy. Für ein Hogwarts Legacy ist nicht so schlecht, wie viele meinten. Der Hype ist relativ schnell weggegangen. Ist halt leider dumm gestartet mit vielen Bugs. Das war leider sehr schlecht. Wie gesagt, die Story ist auch eher so, Aber ansonsten hat man wirklich unglaublich viel Spaß in dem Spiel. Man kann so seine Hogwarts-Träume so ein bisschen ausleben. Die Optik ist geil, finde ich. Wenn es natürlich läuft auf dem PC. Aber ein schönes Spiel trotz allem, muss ich auch endlich mal zu Ende spielen, macht sehr viel Spaß,
und auch sehr witzig teilweise. Man kann es auch, sag ich mal, auch ein bisschen mit Ironie auch sehr witzig spielen. Also Hogwarts Legacy ist ja nicht, trotz allem, ist vielleicht bei vielen Preisen ein bisschen untergegangen, zu Unrecht, finde ich jetzt. Ist ein super Spiel. Hier hat es auf dem Steam Deck sehr gut funktioniert, erstaunlicherweise. Vielleicht passt da eben irgendwie die Bedienung mit Optik und der Hardware gut zusammen. Vielen Leuten scheint es anscheinend auf dem Steam Deck am meisten Spaß zu machen. Schön, hat es auch dann immer einen Preis gekriegt. Die Finalisten waren hier noch Brutato, okay. Ja, das kann man wahrscheinlich auf dem Steam Deck auch super leicht spielen. Diablo 4, okay, ja. The Outlast, Trials und Dredge, oh. Die ist nicht gedacht, dass das so beliebt auf dem Steam Deck ist, aber auch ein geiles Spiel, hat auch einen Preis verdient. Ja, ist halt so, ja, die Sachen, die muss man halt mögen. Auch Diablo, Atmosphäre und alles. Story, Optik, ist halt alles Geschmackssache. Die sind alle sehr unterschiedlich, diese Spiele, muss man auch sagen. Ja, bei Hogwarts finde ich auch gut. Für mich durchaus ein Preis verdient. Ob es jetzt gerade der war, okay, kann ich jetzt nicht entscheiden. Ich habe kein Steam Deck, so hätte ich keine Zeit. Aber ja, verdienter Preis trotz allem. Dann ein Spiel, das man besser mit Freunden spielt. Die Kategorie gibt es auch. Das hat Lethal Company gewonnen. Kenne ich jetzt auch nicht, aber sieht so nach Shooter aus. Das ist auch nicht so mein Genre. Da gab es dann noch Sons of the Forest. Ja, ist auch so ein Survival-Shooter. Darktide. Warhammer Shooter, Lethal Company, Sunken Land und Party Animals. Interessanterweise Party Animals. Das ist natürlich wirklich mal, würde ich mal sagen, eins von den Spielen, wo man denkt, okay, das ist, spielt man hauptsächlich mit Freunden. Das ist ja eh darauf angelegt. Das andere sind dann halt, die macht man Multiplayer. Okay, ist nichts für mich. Aber okay, Lethal Company, interessant, auch gewonnen. Ja, Gratulation. Atomic Heart, Preis für herausragenden visuellen Stil. Da gab es dieses Jahr auch einige, die wirklich sehr schön gemacht waren und wenn sie dann mal gelaufen sind auf dem PC. Atomic Heart hat gewonnen, ja, der visuelle Stil ist schon nicht schlecht, muss man sagen, sehr ungewöhnlich teilweise. Das Gameplay und so, das ist eine andere Sache. Aber ja, visuell wirklich sehr interessant. Cocoon, hätte ich da auch gesehen, ja, das ist auch ein sehr interessanter Stil, muss man auch mögen natürlich. Das kann ich jetzt gar nicht richtig lesen. Was ist das? Inward, das kenne ich überhaupt nicht. Okay, hatte keine sehr guten Kritiken, muss man sagen. 60% nur. Ein Access-Spiel, wie ist denn das da reingekommen? Okay, also bei den Finalisten. Okay. Ist von den Leuten vorgeschlagen worden. High on Life. Okay, da kann man sich drüber streiten, ob das herausragender visueller Stil ist. Aber wer Rick und Morty mag, hat wahrscheinlich dafür abgestimmt. Darkest Dungeon hat auch einen sehr interessanten Stil, ja. Da hätte man vielleicht noch ein oder andere Kandidaten haben können, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Die Zuschauer oder die Spieler haben hier entschieden. So ist es nun mal. Das finde ich den größten Witz der ganzen Preisverleihung hier. Das innovativste Gameplay hat Starfield bekommen. Gerade das Spiel, das langweiligste Gameplay, das altmodischste Gameplay überhaupt hat, ein Spiel, das so ungefähr wie spielt wie ein Spiel aus den 2010er Jahren oder noch davor. Die haben seit ihren ersten Spielen, glaube ich, nichts dran geändert, auch an der Engine. Das ist eines der langweiligsten Spiele für mich jetzt überhaupt 2023 gewesen. Und das Gameplay ist absolut null innovativ. Aber ich denke mir, das ist ironisch gemeint. Die Leute haben das darauf abgestimmt, um denen genau zu sagen, das ist genau das Gegenteil, dieses Spiel. Da stimmt man, bei Bethesda wird man es gar nicht kapieren und sich sogar noch darüber freuen, weil die checken eh nichts über dieser Firma. Die sind komplett abgehoben. Aber okay, was war denn noch in der Auswahl? Innovativstes Gameplay. Das ist ein guter Witz. Remnant. Contraband Police. Okay. Da ist man so ein Zöllner an einem Ostblock-Staat und muss dann da die Sachen durchsuchen und so was. Okay. Your own move is hustle. Was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Gut, wenn das innovativ ist, habe ich noch nie von gehört, muss ich sagen. Kostet 3,74 €, wenn ihr wollt. Also, die waren nicht wirklich viel in der Auswahl, muss man sagen. Anscheinend. Vielleicht spielen die Leute auch nicht viel gerne Spiele mit innovativen Gameplay, sondern wollen alle gerne ihren 0815 haben. Das kann natürlich auch sein, dann weiß man, was man hat. Ne? Ist ja wie bei den Filmen. Alle gucken immer dieselben Blockbuster, wo sie im Grunde eigentlich keinen Spaß machen, die nicht gut sind und man hat nach einer Stunde vergessen, worum es ging. Aber alle gehen da rein, wenn man eigentlich auch weiß, das habe ich zu erwarten. Ich habe 2 Stunden Spaß und danach ist eh wurscht. Ich habe meinen Popcorn gehabt. Ja, mag sein. Interessante Spiele auf jeden Fall hier drin, aber Starfield ist das Witzigste von dem Ganzen hier.
Sehr lustig. Preis für das beste Spiel, in dem sie schlecht sind. Das finde ich immer eine geile Kategorie. Und Sifu, das ist so ein Kampfspiel, hätte ich wahrscheinlich dann auch genommen, weil ich bin sowas auch total schlecht. Also schnelle Reaktionen und 1000 Kombos sich merken und sowas. Alter Falter, das ist auch nicht genau wie Street Fighter. Ich glaube, ich hatte für Street Fighter gestimmt. Da wäre ich auch absolut überhaupt nicht dafür. Lords of the Fallen, okay. FC24 scheinen viele zu mögen, aber schlechteren zu sein. Das ist auch sehr merkwürdig. Overwatch, okay. Ja, sowas muss einem auch liegen. Habe ich, glaube ich, auch mal kurz gespielt, aber das fand ich auch langweilig irgendwie. Ja, interessant. Aber anscheinend sind viele schlecht drin. Aber das sind dann Spiele, die viele mögen das, aber viele sind gar nicht gut da drin. Aber man kommt irgendwie nicht davon weg. Keine Ahnung. Gut, aber so Prügelspiele oder Jump'n'Run, das ist auch nicht meins. Da kämen auch einige in Frage, wo ich wirklich schlecht drin bin. Also, ob man dann jetzt denen jetzt gratulieren sollte, Sifu, dass viele Leute schlecht in dem Programm sind, weiß ich nicht. Sie haben aber einen Preis gewonnen. Ja, kann man so oder so sehen. Preis für den besten Soundtrack finde ich auch interessant. The Last of Us Part 1. Ich kenne ihn jetzt gar nicht, habe das Spiel auch nicht gespielt. Ich kenne die Reihe zwar, aber die ist ja meistens immer erstmal exklusiv für Konsole. Und am PC hat man dann erstmal Probleme, das Ding überhaupt ans Laufen zu kriegen. Die Serie habe ich auch leider nie gesehen, habe ich mir zwar besorgt. Ich bin nie dazu gekommen, auch über Weihnachten nicht da mal überhaupt was zu gucken. Soll aber sehr gut sein. Ich denke mal auch eine der besten PC-Filmumsetzungen, die es so gibt. Die meisten sind ja eher scheiße. Wirklich gut, dass man daraus mal auch was Vernünftiges gemacht hat. Finde ich super. Wenn der Soundtrack auch geil ist, ja, warum nicht? Toll. Ich mag gute Soundtracks, die machen aus dem Spiel teilweise noch wirklich dann was Besonderes, können noch viel rausholen. Jetzt haben wir da alles noch bei Hi-Fi Rush. Okay, das verstehe ich. Das ist auch ein geiles Soundspiel. Da geht es ja eigentlich nur noch um Musik. Da muss ja mit der Musik, im Takt der Musik kämpfen und so. Chance of Shanna oder Senna. Das kenne ich jetzt auch nur vom Hörensagen und von Trailern, wenn das einen guten Soundtrack hat. Okay. Für so ein Indie-Game auch nicht schlecht. Pizza Tower. Das soll auch einen guten Soundtrack haben. Okay, da, ja, mag sein. Das ist Geschmackssache natürlich. Und dann haben wir hier noch, was ist das? Persona 5 Taktika. Kennt ich jetzt auch nicht. Diese Persona-Reihe sind auch eher was für so Freunde von Asia-Games oder wird sowieso wahrscheinlich hauptsächlich in China und Japan abgestimmt für das Spiel. Hat auch nicht so super Kritiken, aber trotzdem geilen Soundtrack. Na gut, warum nicht? Ja, also Gratulation für The Last of Us, für einen guten Soundtrack. Und dann hier, finde ich geil, nächster Preis für herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story, Baldur's Gate. Kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten. Es gibt bestimmt Spiele, wo man sagen kann, Body Story, die ist noch viel besser, das hat mich noch viel mehr gepackt. Ist auch immer ein bisschen nur eine persönliche Sache, wie man das empfindet, wie man durch die Story kommt, wie man die Figuren mag, wie gut die Autoren gearbeitet haben. Aber ich denke, im Vergleich zu vielen anderen Spielen haben die Autoren hier wirklich eine gute Arbeit geleistet, weil selbst die Figuren, die man nicht mag, Emotionen in einem erzeugen und viele Figuren mag man eben und man zittert ihnen mit und man möchte sie nicht verlieren und so oder man hasst sie und wie auch immer die, und das ist immer eine gute Arbeit, dass die Autoren dann geleistet haben, wenn die Figuren und die Story in einem auch was auslösen und man sieht ja auch, wenn ich auf Twitter oder X, wie immer sie den Scheißladen nennen mittlerweile, da guckt oder auch an anderen Foren, was die Leute alles für kreative Dinge rausschießen, was Baldur's Gate in ihnen angeregt hat, vom Malen bis Zeichnen, selber Animationen machen oder alles Mögliche, sich verkleiden, Cosplay. Wenn Spiele sowas in ein Haus lösen, dann haben sie viel richtig gemacht. Und das haben die wohl. Ob die Story für jeden jetzt so geil ist, weiß ich nicht. Das ist natürlich wieder, wie gesagt, Geschmackssache. Was gab es noch zur Auswahl? Lies of P, okay. Hat für mich null mit Pinocchio zu tun. Das ist einfach nur ein Actionballer-Klopp-Spiel für mich. Aber wenn das die Story wirklich gut geschrieben ist von der Figur hier, ja, warum nicht? Ist okay. Das hier. What the fuck? Love is all around. Das ist so ein wahrscheinlich so ein japanisches Dating-Spiel, vermute ich mal. Sowas ist da sehr beliebt. Keine Ahnung. Es kommen wahrscheinlich auch sämtliche Kritiken aus Asien, vermute ich mal. Aber so solche Dinge. Zumindest ist es mal nicht so aus dem Anime-Malkurs gezeichnet, wie sonst ist diese Spiele. Auch nicht schlecht. Resident Evil 4. Ja gut, Horror. Es geht auch immer gut. Und Jedi Survivors. Ja, warum nicht mal ein Star Wars Spiel? Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Es hat leider auch
mit sehr mieser Performance gestartet. Darum sind die Kritiken auch immer noch scheiße. Aber ich glaube, das Spiel ist nicht schlecht. Nur wäre ich bei Action-Spielen besser, würde ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Aber so Dinge sind auch mal schwer auf dem Kanal zu zeigen, finde ich. Für Leute, die mit Star Wars zum Beispiel auch gar nichts anfangen können, ja, die haben damit, können damit eben nichts anfangen und die hast du dann verloren. Aber okay, Baldur's Gate. Und das finde ich geil, persönlich, weil ich das Spiel super finde. Preis für zurücklehnen und entspannen. Obwohl, ja, bei so gewissen Bosskämpfen oder wenn mich die Haie mal wieder weggeschluckt haben, Dave the Diver ist teilweise wirklich nur was zum Entspannen. Also das Spiel ist die beste Medizin für arbeitsreiche Tage. Man kann entspannen, die Sorgen schmelzen, das perfekte Zen-Erlebnis. Also Zen ist es vielleicht, wenn du wieder mal in die See springst oder ins Meer und die Fische fängst und da rumpaddelst und mit dem Beluga rumschwimmst und die Sushis zubereitest. Ich glaube, da kann man auch wirklich bei abschalten. Das Spiel ist auch so verrückt, du kannst so viele Minigames machen und du hast so viel Ablenkung. Es ist schon geil gemacht, muss man sagen. Die Bosskämpfe, da beiße ich eher regelmäßig in die Tastatur, weil die mich da so ein bisschen aufregen teilweise, aber das soll ja auch ein bisschen Herausforderung sein. Das ist dann schon ein steigender Schwierigkeitsgrad. Die sind nicht zum Spannen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Speicherpunkte und alles ist immer fair gesetzt. Das Spiel setzt da nie unnötig unter Druck oder hat Längen, wo andere Spiele irgendwelche Level erfinden oder Missionen, um die Spielzeit zu strecken. Das haben wir alles nicht. Es ist immer Action, es ist immer was zu tun. Und man kann auch einfach mal nur einen Laden führen und Sushi verkaufen und gucken. Das kann man hier alles machen. Von daher finde ich ein gerechter Preis hier. Was gab es da noch? Potion Craft, auch geil. Ja, kann man auch super entspannen bei, finde ich. Ist das auch im Sale? Ja, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der irgendwie so was mit Mittelalter, mit Entspannungsspielen und gerne mit Forschen und Geschicklichkeit was ein bisschen was machen will. Und dieses Zusammenbasteln der alchemistischen Zutaten und das Rumwandern auf der Karte, das ist einfach geil. Also ein super Spiel, kann ich jedem empfehlen für 8,77 €. Also ich habe da nichts von und ich treibe mich auch nicht selber in den Ruin, wenn ich euch das anpreise hier, aber kann ich wirklich empfehlen. Potion Craft, super Spiel. City Skylines, das finde ich jetzt ein bisschen erstaunlich, weil das Spiel ist gar nicht gut angekommen. Hat auch noch immer miese Kritiken. 60% sind nur zufrieden damit und das sind auch neue Nutzer, weil die Performance kacke ist und es wurden viele Dinge im Trailern oder vorab versprochen, die nicht funktioniert haben oder nicht drin sind. Die ganze Performance ist immer noch total mies und die Wirtschaft funktioniert nicht richtig. Also das Spiel hat viele Probleme, ist, ich glaube, unfertig und nicht wirklich komplett durchdacht auf den Markt gekommen. Warum auch immer die da so eine riesen Hektik hatten, ist unbedingt nicht fertig auf den Markt schmeißen zu müssen. Da müsste man auch mal bei Colossal Order und Paradox mal nachfragen, warum diese Scheiße gemacht wurde. Aber das hat dem Spiel nicht gut getan. Aber trotzdem beschäftigen sich viele Leute damit und entspannen dann einfach dabei beim Straßenbau und beim Zusehen, wie ihre Stadt wächst. Das ist also so ein Stadtaufbauspiel. Gab es auch City Skylines 1, habe ich auch viele Stunden drin versenkt. Ja, für sowas ist es genau richtig. Nur wenn du nach 5000 Einwohnern bereits das Gefühl hast, dein Rechner explodiert gleich, weil alles immer langsamer wird und nur noch die Lüfter laufen. Ja, dann läuft da was schief. Coral Island, finde ich auch interessant. Also, ja, Farming-Spiel, die sind eigentlich für sowas super. Warum hier nicht mehr Cozy-Games drin sind, wundert mich eigentlich. Habe ich selber nie gespielt. Für mich war das immer erstens von der Optik zu polished, das Ganze. Und es sind so viele Mechaniken und Stardew Valley komplett geklaut worden, 1:1 übernommen. Sowas nervt mich ein bisschen. Ich möchte nicht Stardew Valley komplett 1:1 spielen, nur in einer Optik, sondern wenn, dann möchte ich in so einem Spiel auch was Neues drin haben. Mit neuen Elementen und teilweise, man sieht es auch hier, die Kiste ist genau übernommen worden und das zum Wegschmeißen und das Innenraumdesign, der Fernseher, die Nachrichten, alles ist 1:1, teilweise sind komplette Bereiche, hier sieht man es ja auch, von den Häusern 1:1 kopiert worden auf Stardew Valley samt Grundriss. Das finde ich nicht sehr kreativ. Die Übersetzung ist teilweise auch noch immer noch mies, obwohl es als Vollversion mittlerweile raus ist. Finde ich ein bisschen schwierig. Auch die Figuren, das ist auch so, ja, wie bei FIFA. Die sind alle so scheiße höflich und nett zu dir, da kommt es dir teilweise in Ohren. Also ist nichts für mich, aber gesagt, das ist nur mein Geschmack. Andere finden es super geil und haben viele Stunden drin versenkt. Die Kritiken sind durchaus gut. Auch wenn es hier auch negative Kritik gibt. Wie gesagt, hier sind auch immer noch Bugs drin und ich glaube, die Besetzung ist teilweise immer noch Mist. Aber so zum Abschalten, es war auch lange im Early Access, glaube ich, 2 Jahre oder so,
falls ich mich nicht irre. Ja, wie gesagt, ist auch ein schönes cozy Game, letztendlich von der Optik auf jeden Fall schön gemacht, sehr zeitgemäß, aber für mich eben 1:1 Stardew Valley kopiert von den Mechaniken her, auch viele Dinge. Optik ist natürlich so ein bisschen eher asiatischen Style, aber ich finde das auch schon allein die Grafik viel zu groß, unnötiges, riesiges Textfeld, das viel vom Bildschirm wegnimmt, das könnte man sich die Hälfte sparen und die Texte sind meistens auch so geschrieben, dann denkst du, mein Gott, was haben die genommen? Aber okay, Train 4 Simworld, solche Simulationsspiele sind natürlich auch super Abschaltspiele, sitzt man dann halt im Zug und fährt Gleise lang, so wie es die Leute von der Bahn auch machen, nur hier bezahlt man noch dafür. Ja, ihr habt noch andere Cozy Games reingepasst. Aber Days of Diver finde ich super, habt ihr gut gemacht. Ja, ein paar geile Spiele haben hier wirklich gute Preise abgewonnen. Ein paar sind auch eher, glaube ich, ironisch gemeint. Die Preise wie eben Starfield, was absolut null irgendwas Innovatives drin hat. Aber okay, so kann es auch manchmal gehen. Die bei Bethesda wird man die Sektkarten knallen lassen, wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen, was los ist. Aber so ist es bei der Firma. Und ansonsten, ja, Baldur's Gate, Gratulation, auch Hogwarts Legacy, für mich persönlich auch, gutes Spiel, Baldur's Gate, ja, Dave the Diver und auch ein paar andere Spiele, wie gesagt, jetzt ist es immer noch Sale, ihr könnt noch mal wirklich gute Spiele abstauben, die euch viel Spaß machen, schlagt zu, solange ihr noch könnt und dann würde ich mal sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Spielen vor allem, das ist immer die Hauptsache und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, bye bye.